So, und auch hier müssen wir wieder die Begriffe formulieren. Hier Nachfolgekonfiguration, Rechnung. Ja, das ist im Prinzip auch genau das Gleiche, was wir bei den Standard-Turing-Maschinen haben. Ja, wir haben eine Nachfolgekonfiguration. Ja, wir gehen von einer Konfiguration, die wir jetzt wieder hier natürlich beschreiben, bestehend aus dem Zustand, aus dem Bandinhalt, gehen wir über. Entweder indem wir ein Zeichen aufs Band schreiben, das waren diese drei Fälle in dieser Definition. Das war die Definition der Konfiguration einer Standard-Turing-Maschine. Da hatten wir drei Fälle. Entweder wir schreiben aufs Band oder wir gehen nach links oder wir gehen nach rechts. Ist hier ganz genau das Gleiche. Nur, dass wir jetzt nicht eine eindeutig definierte Nachfolgekonfiguration haben, sondern im Prinzip, wenn wir eine Konfiguration haben, dass wir eine Folge von Möglichkeiten haben, da in eine Nachfolgekonfiguration zu gehen. Ich schreibe das mal hin. Also der einzige Unterschied ist es, dass es zu einer Konfiguration jetzt nicht nur höchstens eine Nachfolgekonfiguration gibt, sondern es gibt halt unter Umständen mehrere.